Liebe Freunde der Aviatik, herzlich willkommen bei meinem Kanal von Aviation Market. Ich führe Modellflugzeuggeschäft hier in Bülach, ganz in des Flughafens Zürich. Und diesem Kanal möchte ich euch zumindest meistens die neuesten Modelle vorstellen, die bei mir eingetroffen sind. Diejenigen, die meinen Kanal schon verfolgt haben und schon einige Videos von mir gesehen haben, wissen, dass ich normalerweise im ersten Teil des Videos etwas über den Hersteller erzähle, im zweiten Teil etwas Modell selbst vorstelle und im dritten Teil etwas über die Hintergrundgeschichte berichte. Das Problem ist, ich habe nicht so viele verschiedene Hersteller und deshalb haben die Videos die Tendenz, dass ich mich wiederhole über die Hersteller, und das möchte ich nun ändern, indem ich Videos nur über die Hersteller mache, zu jedem Hersteller ein einziges Video als Thema, damit ihr wisst, was die Plus und Minus sind, auf was man achten muss, was wichtige Informationen sind, und werde dann, wenn ich die Modelle selbst vorstelle, nur noch Bezug auf die Videos nehmen. Das erspart mir Zeit, ich wiederhole mich nicht so oft. Und wenn ihr schon wisst, was das für ein Hersteller ist, dann könnt ihr das überspringen. Das ist relativ einfach. Und ich denke, das ist besser so. Also, heute geht es um Herpa. Herpa ist einer der vielseitigsten Hersteller, den ich kenne. Vor allem bezogen auf den Maßstab. Selbstverständlich gibt es andere Hersteller, die auch sehr viele Modelle produzieren. Aber Herpa ist am breitesten gefächert. Sie spielen fast in jeder Liga mit. Sie haben von allem etwas. Was sehr speziell ist eigentlich, sie haben nicht wirklich einen Fokus auf ein ganz spezielles Thema, allerdings haben sie ein Steckenpferd und das ist der Maßstab 1 zu 500, das ist der kleinste Maßstab, den ich hier im Geschäft habe. Ich weiß, es gibt noch 1 zu 600 und 1 zu 1000, aber der ist so marginal klein, fällt es nicht groß ins Gewicht. Vor allem 1 zu 600 und 1 zu 1000 wird auch nicht mehr produziert, es sind nur ein paar wenige Modelle hier und deshalb ist das vernachlässigbar. Aber 1 zu 500 bekomme ich sehr regelmäßig Modelle, eben von Herpa. Sie produzieren auch jeden Monat wieder neue Sachen und kündigen alle 2 Monate kündigen sie ihre Neuheiten an und das ist recht zuverlässig. Von dem her ist das sehr spannend. Das zweite Steckenpferd, das Herpa hat, das sind die Bomberserie im Maßstab 1 zu 200. Sie sind die einzigen, die strategische Bomber produzieren, also Modelle davon produzieren, Maßstab 1 zu 200. Das ist wirklich, die Modelle sind sehr schön und ich finde es eine sehr gelungene Nische, dass sie da ausgefüllt haben. Ich bin sehr froh darüber, dass sie das gemacht haben. Aber ich möchte der Reihe nachgehen. Wir fangen beim kleinsten Maßstab an, 1 zu 500, das sind Metallmodelle. Es gibt noch weitere Hersteller, zum Beispiel Aero Classics hat schon 1 zu 500 Modelle gemacht, aber sehr selten. JC Wings hat ein paar Modelle gemacht im Maßstab 1 zu 500, sind sehr teuer von JC Wings, sind aber extrem detailliert. Also da sind sie Herpa einen Schritt voraus, möchte ich sagen, aber man bezahlt den Preis dafür. Da muss man sich gut überlegen, ob man das bezahlen will. Und vor allem JC Wings produziert Modelle, die Herpa nicht im Sortiment hat. Vielleicht noch als Hintergrundinformation, Herpa, eben auch weil sie ein deutscher Hersteller sind, produzieren nur Modelle von den Airlines, wo sie die Lizenz davon haben. Also sie machen nichts Illegales. Man müsste meinen, dass das selbstverständlich ist, ist es aber nicht so. Die Chinesen scheren sich oftmals einen darum, ob sie Lizenzen haben, sie produzieren einfach. Und ich weiß nicht, ob Chase Wings die Lizenz hat von diesen Flugzeugen, die sie produzieren, aber Fakt ist, sie produzieren sie. Also das eine ist ANA A380, den sie produziert haben. Die Schildkrötenlackierung, genau, orange, blau und grün. Und die sind sehr gelungen, die sind sehr schön geworden. Und dann haben sie noch eine 787, meinte ich, auch von ANA, die R2D2-Lackierung und sonst noch ein paar wenige. Und sie haben jetzt im Jumbo angekündigt, die Boeing 747-400, glaube ich, es ist die 400. Galaxy's Edge mit dem Millennium Falcon auf der Seite aufgedruckt, dann gibt es auch 1 zu 400 und 200. Den haben sie angekündigt, ist aber noch nicht draußen. Also ihr seht, JC Wings mischt da ein bisschen mit, aber sehr, sehr dezent. Früher gab es noch einen Hersteller, der hieß Sky 500. Der konnte man gut erkennen an einer grünen Box. Die haben auch sehr schöne Modelle gemacht, habe ich aber schon sehr lange nichts mehr bekommen. Ich glaube nicht, dass die noch existieren. Vielleicht produzieren sie noch irgendwo in Asien, aber ich komme nicht mehr an die Modelle heran. Ich habe auch keine Neuigkeiten. Wenn ihr etwas darüber wisst, dann bitte lasst es mich wissen. Aber eben, es ist wirklich so, 1 zu 500 hat Herpa das Monopol. Fast uneingeschränkt. Ich sage fast. Und jetzt können einige von euch behaupten, das nutzen sie schamlos aus, weil die Preise sind massiv hochgegangen. Und das stimmt. In den letzten 5 Jahren jetzt, seit Corona, sind die Preise massiv angestiegen. Aber ich muss Herpa in Schutz nehmen und das mache ich nicht, weil ich jetzt eben von Herpa gesponsert würde. Das ist nicht so. Ich habe einen engen Kontakt mit dieser Firma, einen guten Kontakt, muss ich auch sagen.
Und sie haben mir erklärt, was die Probleme sind, und sie sind gravierend, und das liegt nicht an Herpa selbst, sondern Herpa hat drei Produktionsstätten. Das eine ist in China, das zweite ist in der Ukraine gewesen und die dritte ist in Deutschland selbst. Also sie produzieren an diesen drei Standorten oder haben produziert. In der Ukraine ist praktisch gar nichts mehr am Laufen, aus verständlichen Gründen. Das ist ein Riesenproblem. Und China ist das Problem, dort sind die Preise massiv gestiegen. Das ist auch bei anderen Herstellern so. Auch die Versandmöglichkeiten sind, die Preise sind dort extrem gestiegen seit Corona, ihr wisst es. Zuerst fuhren gar keine Schiffe mehr, dann nur noch über Umwege. Dann war das Problem mit dem Suezkanal, als der kam, sich quergestellt hatte, da kam auch nichts mehr durch. Respektive musste über das Kap der Guten Hoffnung. Dann hatten sie wieder Corona-Ausbruch in China, dann war noch ein Streik. Auch in Deutschland haben sie dann nochmals gestreikt. Und jetzt sind die Houthi-Rebellen im Roten Meer am Wüten. Und deshalb müssen die Schiffe wieder über Südafrika. Und das sind einfach alles Faktoren, die die Preise nach oben treiben. Da kann Herpa machen, was sie wollen. Auch andere Hersteller trifft es übrigens genauso. Das ist ein Riesenproblem. Und deshalb ist es begründet. Ja, für den Endkunden ist es extrem mühsam. Wir haben eine große Teuerung gehabt. Das ist in der Schweiz nicht so schlimm wie in Deutschland oder anderswo. Aber trotzdem, man hat weniger Geld zur Verfügung und die Preise gehen hoch. Und schlussendlich ist das hier ein Hobby. Und dort wird auch zuerst gespart, wenn das Geld knapp wird. Das ist alles, das leuchtet mir alles ein, ist alles logisch. Und Herpa versteht das selbstverständlich auch, aber was wollen sie machen? Sie müssen die Löhne bezahlen, sie müssen ihre Fixkosten bezahlen. Und ja, ich hoffe wirklich, dass sich das Ganze irgendwann wieder ein bisschen stabilisiert. Leider sieht es im Moment gar nicht so aus. Die weltpolitische Lage, die verschlechtert sich je länger je mehr. Und schlussendlich muss ich froh sein, dass ich überhaupt noch Modelle bekomme. Ja, das ist ein kurzer Ausschweifung gewesen. Wir waren beim Marshall bei 1 zu 500 stehen geblieben. Sie haben dort das Monopol, aber eben die Preise sind hochgegangen. Also es sind sicher mehr als 10% gewesen in den letzten 5 Jahren, die Preise nach oben gegangen sind. Ich würde eher sagen, 15-20% ist realistischer. Das ist massiv. Das ist wirklich extrem viel. Und ja, entweder man akzeptiert es und man kann es sich leisten und bezahlt den Preis, oder man muss mit dem Hobby aufhören oder einfach massiv bremsen, was auch viele schon getan haben, selbstverständlich. Ich erwähne das nur, damit ihr einen Bezug bekommt oder ein Verständnis bekommt, weshalb die Preise noch umgegangen sind. Das ist nicht Ausnützen der Situation, sondern sie haben genau gleich zu kämpfen, wie alle anderen übrigens auch. Und das ist die Konsequenz davon, von dieser ganzen Globalisierung auch. Wenn man outsourced und in China produziert, dann gibt es viele Möglichkeiten, dass eben die Produktionskosten und die Lieferkosten nach oben gehen. Ja, dann produziert Herpa 1 zu 400. 1 zu 400, da machen sie nur sehr selten etwas. Da haben sie auch nicht allzu viele Formen. Da gibt es auch andere Hersteller, die es besser machen und schöner machen. Zum Teil zumindest. Bei 1 zu 400 Modellen gibt es immer wieder mal ein Modell, das einen Fehler hat, falsche Triebwerke drauf oder der Maßstab stimmt nicht. Habe ich schon erlebt. Aber sie haben ein paar Nischen gefüllt mit Maßstab 1 zu 400, die sonst niemand hat. Und das finde ich extrem cool. Und das ist hier die Antonov 225, die ich hier habe. Sie haben verschiedene Versionen davon gemacht, also verschiedene Lackierungen. Es gibt ja nur ein Flugzeug, aber 4 verschiedene Lackierungen hat es gegeben. Ja, ich weiß, sie ist zerstört worden vor 2 Jahren. Und das hier ist jetzt im Maßstab 1 zu 400. Und was sie dann auch haben, ist hier noch der Buran, das Shuttle. Das ist mit dabei, dass man hier draufsetzen kann, bei diesem Modell jetzt, bei der ukrainischen Variante, das ist die sowjetische mit der Sowjetflagge, bei der ukrainischen Version natürlich nicht, dort ist kein Buran mit dabei. Und ihr habt hier auch Bohrungen, ich denke, man sollte es erkennen auf dem Rücken, wo man dann dieses Gestänge montieren kann, damit der Buran dann auch hält und fix montiert ist. Das sieht dann wirklich so aus, wie sie damals geflogen ist. Jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gewesen, ich habe noch zu 1 zu 500 noch etwas zum Ergänzen, bitte verzeiht. 1 zu 500 haben sie auch eine sehr breite Palette, wie ich gesagt habe, und haben sie auch sehr originelle Modelle mit dabei. Man sieht es hier nicht mehr, ich habe einfach zu wenig Platz, wie ihr seht. Und das ist zum Beispiel der Beluga und der XL, und den kann man sogar öffnen. Das haben sie so gemacht. Das ist hier die Bugklappe, das ist ein Zapfen, den man einsetzen kann. Und ihr seht hier jetzt das geöffnete Tor und hier habt ihr die offene Klappe, die ihr hier einfügen könnt. Und dann könnt ihr das Modell so ausstellen. Und gerade diese Details finde ich extrem cool. Und das steigert den Wert der Sammlung, finde ich. Das macht es lebendig, authentisch auch. Und das gefällt mir sehr gut. Und damit ihr seht, wie sich Herpa entwickelt hat, die sind schon relativ lange auf dem Markt. Ich glaube, sie haben jetzt gerade das 25-Jahre-Jubiläum.
Bin mir nicht ganz sicher. Ich würde es sonst einblenden, wenn es nicht stimmt. Ich habe hier eines der allerersten Modelle von Herpa mit dabei. Das ist die 747-400, die sie damals gemacht haben. Und ich möchte euch das zeigen. Wenn ihr das Modell anschaut, also vor allem die Nase hier zum Beispiel, die sieht wirklich nicht schön aus. Ich hätte das Wort schrecklich beinahe verwendet. Ich möchte jetzt nicht ganz so hart ins Gericht gehen. Aber das war der Standard, den sie damals hatten, vor 25 Jahren. Ihr seht, der Buckel hier ist viel zu hoch. Auch der Druck des Canopies ist falsch. Und was auch oftmals ein Problem war, ihr seht, die Triebwerke, die sollten weiß sein, die sind komplett vergilbt. Das haben sie auch bei anderen Modellen gehabt, bei älteren. Das haben sie heute im Griff bekommen, zum Glück. Auch das Fahrwerk übrigens, genau, das ist noch Old Generation Fahrwerk, die können drehen, sehen aber nie so schön und realistisch aus. Und das hier ist ein aktuelleres Modell, ebenfalls von Quanta, eine 747. Und ich möchte euch das gerne schnell zeigen und vergleichen, damit ihr hier seht, was der Fortschritt ist. Und wenn ihr dieses Modell hier anschaut, das hier, das ist das Cockpit. Oder die Rumpfform eines Jumbo, einer 747. Ihr seht auch das Fahrwerk hier, sieht viel realistischer aus. Die Triebwerke sind weiß und bleiben auch weiß. Und das ist der Fortschritt, den Herpa gemacht hat. Also der Quantensprung ist wirklich erwähnenswert. Viele, die 1 zu 500 sammeln, werfen unterdessen die Old Generation Modelle heraus und ersetzen sie durch neue, weil es einfach viel schöner aussehen. Von den Modellen, die produziert worden sind, es gibt immer noch Lücken. Herpa hat immer noch nicht alle ersetzt. Also es gibt immer noch 1 zu 500 Modelle Old Generation. Von denen haben sie noch keine Auflage gemacht mit den neuen Fahrwerken und den neuen Formen. Ich denke, das wird mit der Zeit kommen, hoffe ich zumindest. Sollte ich euch zeigen, wie Herpa sich weiterentwickelt hat. Und das ist wirklich sehr positiv. Wenn man aus den Fehlern lernt und sich auch steigern kann, finde ich super. Ja, dann der nächste Maßstab ist der Maßstab 1 zu 200. Das sind eigentlich die drei großen zivilen Maßstäbe. 500, 400 und 200. Es gibt noch 1 zu 100. Hat Herpa übrigens auch noch Material dabei, aber sehr wenig. Und 1 zu 100 ist wirklich riesig, da gibt es auch sonst nicht viele Hersteller. Also 200 ist der letzte Maßstab. Und da haben sie Kunststoffmodelle im Sortiment, das ist von ihnen selbst produziert worden. Und sie haben die Snapfit-Serie, das ist auch von Herpa. Und die Snapfit-Serie ist wirklich, ich finde es sehr gut, weil das sind Modelle, die sehr groß sind, etwas hergeben, aber sehr günstig sind. Und das habe ich hier jetzt. Wie ihr das seht, das ist zum Beispiel eine A340. Ich hoffe, es fällt nicht alles heraus, wenn ich jetzt das so hinhalte. Eine A340 und das ist zum Zusammenstecken, Snapfit. Da habt ihr zwei Tragflächen, ihr habt ein Seitenruder, zwei Höhenruder und einen Ständer. Kein Fahrwerk. Und das ist das, was viele bemängeln, vor allem Kids. Die möchten günstig ein großes Modell haben, das schön aussieht. Sie sind sensationell, aber Kinder wollen immer die Fahrwerke dran haben. Und das ist hier nicht der Fall, das haben sie nicht. Und das ist der Kompromiss, den man machen muss mit diesen Modellen. Was Herpa hier auch gemacht hat, und das verstehe ich nicht, das ist mir wirklich ein Rätsel, sie haben eine relativ breite Palette im Maßstab 1 zu 200 und bei ein paar wenigen Modellen, die ganz großen, sind sie auf den Maßstab 1 zu 250 gegangen. Das heißt, die Modelle sind kleiner. Und wenn ihr jetzt das hier anschaut, die 747 zum Beispiel, die habt ihr hier. Die sieht so aus, auch zum Zusammenstecken. Und wenn ich jetzt hier die ich muss es anders machen. Ich nehme hier den Rumpf der 747 und hier habt ihr den Rumpf der A340. Und in der Realität sieht das nicht so aus. Der Jumbo ist massiv größer. Es kann sein, dass der 340 in der Länge etwa an den Jumbo herankommt, aber ihr seht auch hier die Rumpfdicke, das stimmt einfach nicht. Dieser Rumpf hier ist zu klein. Und wenn man eine Snapfit-Sammlung macht oder haben will zu Hause und dann einen Jumbo ausstellt und daneben einen 330 hat und der 330 oder 340 ist größer als der Jumbo, dann ist das einfach falsch. Auch der A380 übrigens im Maßstab 1 zu 250 und ich meinte, die 777-9 ist auch 1 zu 250. Ich bin mich aber nicht ganz sicher. Es kann nicht sein, dass ich da etwas Falsches sage. Aber einfach, da haben sie den Maßstab geändert. Ich vermute jetzt mal, weil das Modell zu groß geworden wäre, das war eventuell die Idee dahinter, dass eben die Modelle nicht eine gewisse Größe überschreiten, aber das spricht dagegen, nämlich mit diesem Modell hier. Das hier ist eine A320, A321 Neo, Entschuldigung, nein, A320 müsste es sein, oder? A321, steht 21 drauf.
A23 Neo. Und diese Box hier, die ist um Längen größer als die der 330. Wenn ich das hier die 747 nochmals hinhalte, wenn ihr hier den Größenvergleich haben wollt, wenn der Jumbo hier, die 747, wenn der mal schon 1200 wäre, würde er immer noch locker hier hereinpassen, in diese Box, in diese große. Und deshalb verstehe ich es wirklich nicht. Sie machen so große Modelle, Snapfit, in diesem Maßstab. Und trotzdem haben sie den Jumbo einfach reduziert von den Massen her. Und viele Sammler, also die meisten Sammler, wollen eigentlich, dass der Maßstab immer gleich bleibt, damit man eben die Größenunterschiede sieht. Und genau damit machen wir das zunichte. Und das ist schade. Ich hoffe wirklich, dass sie irgendwann noch 1 zu 200 und 1 zu 200 die 747 produzieren und auch der A380, damit man dort die richtigen Verhältnisse hat. Das ist noch relativ wichtig. Jetzt weiter 1 zu 200. Herpa produziert eben noch Transportflugzeuge, militärische Transportflugzeuge aus Metall. Da sind sie auch ziemlich alleine, ziemlich, sage ich deshalb, weil Gemini Jets auch noch Militärfrachter produziert. Und dann noch die Bomberflotte, die sie produzieren. Und an der Bomberflotte habe ich extrem große Freude. Ihr wisst, ich bin ein Militärfan, mehr als Zivilfliegerei. Und ich habe hier jetzt als Anschauungsexemplar habe ich die Tu-22 mitgebracht. Habe ich übrigens schon einmal ein Video darüber gemacht, könnt ihr gerne nachschauen. Und das ist jetzt ein Modell Marshall 1 zu 200, strategische Bomber. Und sie haben die wichtigsten strategischen Bomber haben sie produziert. Also von den Amerikanern gibt es die B-1, die B-2, der Stealth-Bomber, und die B-52. Und jetzt haben sie auch noch die B-58, den Hustler, haben sie auch noch produziert. War ich sehr überrascht, weil dieses Flugzeug ist ein strategischer Bomber gewesen, aber nur sehr kurz im Dienst und eben jetzt schon lange nicht mehr im Operativ. Also das war in den 60er Jahren, im letzten Jahrhundert. Und ich hatte immer gedacht, das nächste Modell, das sie produzieren, wäre die Tu-22 und tatsächlich haben sie auch den B-58 herausgebracht. Bei den Russen gibt es den Tu-95 Bär, die Tu-160 und eben jetzt neu, das ist das neueste Modell, sie haben die Tu-22. Ich habe gehofft oder hoffe immer noch, dass Herber noch weiter produzieren wird und vor allem die B-36, der Peacemaker. Das war der größte strategische Bomber, den es überhaupt je gegeben hat. Und wenn sie den produzieren würden, wäre natürlich echt cool. Das würde mir sehr gefallen. Aber sie sind wirklich die einzigen, die hier im Marsch 1 zu 200 strategische Bomber produzieren. Das macht sonst nirgendwo jemand. Also ich habe noch keine Modelle sonst gesehen. Bei den Frachtern eben Gemini Jets. Gemini Jets macht die C-17. Die Galaxy haben sie neu im Inventar jetzt, die C-5. Und die Hercules. Herpa hat die Hercules auch im Inventar, aber die Transall, ein deutsches Flugzeug für einen deutschen Hersteller, da sind sie natürlich alleine, ist ein sehr schönes Modell, gefällt mir sehr gut. Auch hinten habt ihr die Laderampe, die könnt ihr geöffnet oder geschlossen darstellen. Ihr seht hier die Aussparung, das ist ein Kunststoffteil, das ihr einfügen könnt. Und da habt ihr diese Optionen offen. Weiter haben sie noch den A400M im Marschall 1 zu 200 im Angebot und das ist auch ein Modell, der sonst, soweit ich weiß, niemand hat. Gemini Jets hat das Modell im Marschall 1 zu 400, aber nicht im Marschall 1 zu 200, bis jetzt. Genau. So, dann weiter 1 zu 200 haben sie noch die Kunststoffserie. Da machen sie selbst auch Flugzeuge und die sind eine sehr gute Alternative zu den sehr teuren Metallmodellen im Marschall 1 zu 200. Ich habe hier den 330 Neo von Condor mitgebracht. Den seht ihr hier. Mir gefällt die Lackierung extrem gut, aber es ist Zufall, dass ich den gerade herausgepickt habe. Der war einfach zuvor das im Regal. Und das ist jetzt ein Kunststoffmodell, das auf den ersten Blick muss man genau hinschauen, dass man den Unterschied zwischen Metallmodellen und Kunststoffmodellen sieht. Der Unterschied zu Metallmodellen ist, bei den Kunststoffmodellen hier kann man die Fahrwerke nicht wegnehmen. Die sind eingeklebt. Es gibt auch Metallmodelle, dort sind sie eingeklebt, aber meistens zumindest oder ja, ich würde sagen, mehr als 50% bestimmt, kann man die Fahrwerke herausnehmen und mit geschlossenen Fahrwerksklappen ausstellen, also fliegend auf dem Ständer. Es hat einen Ständer dabei bei diesen Kunststoffmodellen von Herpa, aber das Fahrwerk ist immer draußen. Das ist so. Und was auch ist, bei den Metallmodellen hat man meistens einen Beacon aufgesetzt, also ein kleiner Swarovski-Stein, sage ich dem. Und der glänzt wirklich rot im Licht, wenn man das Modell bewegt. Hier ist es nur aufgemalt. Ihr seht hier einen roten Tupfen, der ist aufgemalt. Und ja, es ist einfach ein bisschen einfacher gehalten und im Preis sind sie etwa 50% zwischen, ja, sagen wir 30 bis 50% günstiger, je nach Hersteller, Metallmodell.
Und die haben durchaus eben auch ihre Berechtigung zum produziert werden. Herpa hat auch Metallmodelle, 1 zu 200. Aber diese Metallmodelle, die sie haben, die sind nicht von Herpa. Herpa hat deshalb so ein großes Angebot oder unter anderem deshalb so ein großes Angebot, so vielfältig, weil sie sehr viele Lizenzen hereinnehmen von anderen Herstellern. Und das ist etwas, was ich nicht verurteile, ganz und gar nicht, das begrüße ich sogar. Der Vorteil ist natürlich, man muss die Form nicht selber produzieren, was extrem kostenaufwendig ist, sondern man kann sie von einem anderen Hersteller nehmen, ein paar Modelle herstellen. Man muss auch nicht gerade irgendwie 40.000 produzieren, damit man die Form amortisiert hat, sondern man macht ein paar, die man gerade machen möchte, und dann gibt man die Lizenz wieder ab. Oder sie kaufen Rolling, ich weiß nicht im Detail, wie sie das machen, aber es ist offensichtlich, dass die Metallmodelle von Herpa diejenigen von JC Wings sind. Und die habe ich jetzt hier. Das hier, jetzt muss ich aufpassen, kein Mist erzählen, das hier ist das Herpa-Modell, würde ich sagen. Habe ich Mist erzählt? Jetzt muss ich aufpassen, weil sie drucken es unten drauf, wer der Hersteller ist. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wer ist, ob JC Wings oder Herpa. Auf jeden Fall, ich habe zwei verschiedene Boxen genommen. Ich werde es einblenden. Wir haben hier die Egypt Air, die A220, und wir haben hier die Air Canada in einer Retro-Lackierung vom A220. Und wenn ihr jetzt das Modell im Detail anschaut, also ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wenn man es genau anschaut, dann sieht man anhand der Gravuren auch des Modells, das ist haargenau dasselbe Modell, dieselbe Form. Das haben sie die Lizenz davon bekommen. Auf der Box steht Herpa drauf. Und ich weiß nicht, ob sie es selber bedrucken oder ob sie das bei JC Wings machen, aber tatsächlich ist es eine JC Wings Form. Und das machen sie bei vielen anderen Herstellern auch. Also sie haben zum Beispiel von Arvico, da arbeiten sie zusammen, das liegt auch auf der Hand. Arvico ist der Schweizer Hersteller, habe ich ein Video darüber gemacht. Und Arvico vertritt vor allem die Schweiz. Sie produzieren im Schweizer Markt, sie produzieren Schweizer Flugzeuge, aber nur weil sie in der Schweiz das Ganze verteilen, heißt es ja nicht, dass man nicht andere Flugzeuge auch produzieren kann. Also ganz konkret die PC-7 zum Beispiel ist von Pilatus, ein Schweizer Turboprop-Hersteller. Und logischerweise hat die Schweiz davon Flugzeuge gekauft. Aber diese Maschinen wurden auch exportiert nach Australien, nach Österreich, nach Lateinamerika. Und Arvico hat dort nicht so gute Connection, nehme ich jetzt einmal an, dass sie das selber vertreiben können. Und deshalb machen sie das über Herpa. Oder andersherum, Herpa hat die Lizenz der Form übernommen und sie verteilen dann die Modelle dort. Und ein gutes Beispiel, das ich hier habe, die Swissair hatte zwei PC-7 für Trainingszwecke. Und außer der Immatrikulation und ein paar ganz kleinen Details in der Lackierung sieht man eigentlich von außen keinen Unterschied. Und das erste Modell hier, das ist die Oscar-Oscar, Hotel Oscar-Oscar, das seht ihr hier, das ist das Modell von Arvico. Und ihr seht, der Streifen ist dünner, es ist ein dunkelbrauner Streifen. Die Narbe des Propellers ist rot, die Immatrikulation ist Oscar Oscar. Und hier habt ihr das Modell von Herpa. Ihr seht das auch hier an der Box. Das ist Arvico, das ist Herpa. Und ihr seht, es ist genau dasselbe Modell. Nicht derselbe Druck, hier ist die Immatrikulation ein bisschen kleiner. Ihr habt die Oscar Quebec. Und ihr habt einen braunen und einen dunkelbraunen Streifen drauf und die Narbe ist dunkelbraun, nicht rot. Das sind die Unterschiede dieses beiden Flugzeuge. Upsla. Aber wenn ihr jetzt diese Flugzeuge genau betrachtet, dann seht ihr, dass es genau dieselbe Form ist und nämlich auch genau dieselben Schwächen haben. Das Modell selbst ist sehr schön geworden. Also mir gefällt es gut, aber Arvico hat es öfters schon so gemacht, manchmal haben sie es auch versucht mit eingefahrenem Fahrwerk, aber hier sind die Fahrwerke angeklebt und die kann man nicht entfernen. Auch das Canopy ist zugeklebt und genau das ist das Problem hier. Ihr seht nämlich, die sind angelaufen, die sind milchig. Und das Problem ist, sie haben hier sehr wahrscheinlich einen falschen oder zu viel Klebstoff verwendet beim Zukleben und dann hat es Dämpfe gegeben und dann hat es die Scheibe beschlagen und deshalb sieht man nicht mehr schön herein und das ist wirklich schade. Auch die Piloten dürften ein bisschen detaillierter sein oder auch das Cockpit, finde ich, dürfte ein bisschen detaillierter gemacht sein. Das ist das, was mir nicht so gefällt an dem Modell. Aber ansonsten, die Form und die Details von diesem Flugzeug sind sensationell geworden. Also zum Beispiel der Auspuff der Turbine, das seht ihr, Moment, ich muss den Propeller ein bisschen drehen. Dann seht ihr, dass der eine ein bisschen nach oben schaut und der andere ein bisschen nach unten. Und das ist tatsächlich so, um das Drehmoment auszugleichen des Propellers. Da haben sie daran gedacht. Und auch hier die Antenne.
die Antenne hier, ganz fein, das ist ein Pferdehaar. Also das kann man ohne Probleme bewegen, das gibt nach, das ist ein Pferdehaar. Und übrigens dasselbe benutzt man auch für Pinsel zum Beispiel. Und das sieht sehr realistisch aus und haben sie gut gemacht, warum bricht es nicht ab. Und wenn es herausfällt, dann kann man ein neues einsetzen, das ist auch kein Problem. Und das sind dann wieder die positiven Seiten. Aber das Problem ist, wenn man Lizenzen übernimmt, dann muss man das nehmen, was man bekommt. Und genau so etwas ist natürlich unglücklich, wenn die Scheibe anläuft. Und Herb hat das Problem gelöst unterdessen, bei den neuen Modellen ist das nicht mehr so. Aber es ist natürlich ärgerlich bei so einem so schönen Modell, wenn dann die Scheibe angelaufen sind. Bei Militärflugzeugen, Marschall 1 zu 72, hat Herpa auch relativ viele Modelle dabei. Und dort sind alle, und ausnahmslos alle, sind Lizenznamen von anderen Herstellern. Also das sind, hier habe ich zum Beispiel die Su-27. Das hier ist ein Herpa-Modell, wie ihr seht. Und, also Herpa-Modell, es steht Herpa drauf. Die Seitenruder sind beweglich, wie das typisch ist bei Chasing-Modellen. Ich habe darüber auch schon gesprochen, ich bin nicht besonders glücklich darüber. Ihr habt hier die Bremsklappe, die man auch öffnen kann, die kann man ausfahren, bewegliche Teile. Und vor allem, und das ist das, was ich bei Chasewings extrem bemängle, das Fahrwerk hier extrem dünn, hält nicht. Also es hält schon, wenn man es hereinsetzt, manchmal fällt es wieder raus. Aber das Modell ist so groß und schwer, also die Belastung für das Fahrwerk ist riesig. Ich würde das Modell auf den Ständer stellen, einfach weil die Belastung zu groß ist. Und hier habe ich ein Modell von Chasewings. Also es ist ein Chasewings-Modell und ihr seht, es ist genau dasselbe Seitenruder hier. Es ist genau dieselbe Klappe. Ja, es ist ein Einsitzer, sie haben beide im Inventar, dass man öffnen kann. Hier ist es ein Doppelsitzer. Stimmt, was ich sage? Ja, stimmt, was ich sage. Und auch hier habt ihr genau dieselben Fahrwerke. Genau gleich dünn alles zusammen und genau gleich filigran. Und ihr habt auch hier die kleinen Säcke mit extrem vielen Zubehörteilen, die fast nicht halten wollen. Also das ist das Problem eben bei Hobbymaster. Die machen das so, da haben sie ein Modul, ein Fahrwerk, das eingesetzt wird. Und bei Chasewings habt ihr hier überall diese kleinen Schlitze, wo ihr die Klappen einsetzen müsst. Und wenn sie halten, habt ihr Glück gehabt, weil entweder könnt ihr es gar nicht einfügen, weil zu viel Farbe darin ist, dann passt es nicht mehr in den Schlitz, die Klappe, dann müsst ihr Farbe abkratzen. Oder es ist zu groß und es fällt immer wieder raus, dann müsst ihr es verkleben. Wenn ihr das macht, dann verliert das Modell rapide an Wert und vor allem könnt ihr es unter Umständen nicht mehr in die Box legen, weil es eben angeklebt ist und kann es abbrechen. Also wie gesagt, die Modelle selbst optisch sind sehr schön von Chasewings, auch von Herpa. Wie sie bedruckt sind, die Proportionen sind eigentlich auch ziemlich gut. Ich sage jetzt ziemlich, bei der Su-27 habe ich das Gefühl, dass die Nase nicht stimmt, aber das ist klar, genau auf hohem Niveau. Aber einfach das Problem mit dem Fahrwerk, das ist genau das, was dann eben Herpa übernimmt, weil es die Form ist gegeben. Und das ist dann der Nachteil, man kann nicht selbst aktiv etwas ändern oder verbessern oder korrigieren, weil es ist dann das, was es ist. Sie haben auch von Air Force One haben sie Lizenzen gehabt, Herpa, und zwar war das die Su-57 unter anderem. Da haben sie auch Flugzeuge produziert, aber die Form von Air Force One ist doch sehr einfach gehalten, hat auch Fehler drauf. Und seitdem Hobbymaster jetzt die Form neu herausgebracht hat, in einer wesentlich besseren Qualität, hat Herpa nie mehr etwas produziert, was auch richtig ist, denke ich. Es ist einfach, wenn ein anderer Hersteller es besser macht, dann sollte man sich darauf fokussieren, was man selber auch besser kann. Und wenn die Lizenz schlecht ist, dann lohnt es sich auch nicht mehr, weil die Kunden werden es auch nicht kaufen, auch wenn es günstiger ist. Wobei der Preisunterschied eben nicht so wahnsinnig groß ist. Dann haben sie noch eine Lizenz bei Limox, hatten sie gehabt, genau, die C5 Galaxy hatten sie gemacht, in Resin von Limox, und die Antonov 225 war ich persönlich nicht begeistert davon, vor allem jetzt gibt es ein Modell in Metall von Gemini Jets, beide, die Galaxy wie auch die Antonov 225, und deshalb ist dort die Lizenzname auch obsolet geworden. Natürlich kostet es aus Metall viel mehr als aus Kunststoff, aber genau, wenn es aus Kunststoff wäre, aber es ist ja ein Resin-Modell und die Resin-Modelle sind auch sehr teuer gewesen von Limox und dementsprechend war es auch bei Herpa nicht günstig. Und die Details sehen viel schöner aus jetzt bei Gemini Jets, das muss ich so sagen, genau. Also ihr seht, Herpa hat ein sehr breites Spektrum und sie haben eine sehr große Vielfalt an Modellen und unter dem Strich und im Großen und Ganzen muss ich sagen, sie machen einen sehr guten Job. Und was ebenfalls, was ich bei Herpa hervorheben muss, ist,
der Kundenservice. Also zumindest als Händler jetzt habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn etwas defekt ist, und das kommt ab und zu vor leider, dann wird das anstandslos ersetzt. Wenn Sie keinen Ersatz mehr haben, dann wird es gut geschrieben. Sie reagieren auch sehr schnell, ich bekomme die Ersatzteile. Wenn euch etwas fehlt oder etwas kaputt gegangen ist, dann könnt ihr euch bei mir melden. Meistens bekomme ich Ersatzteile. Nicht immer, es kommt auch darauf an, wie alt das Modell ist, aber Sie geben sich diesbezüglich sehr große Mühe und das funktioniert im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut. Und das ist nicht selbstverständlich in diesem Business. Also besonders, wenn man dann aus China Ersatzteile bestellen muss, dann kann es sehr schnell sehr schwierig werden und mühsam werden. Ja. Zur Codierung von Herpa, das ist vielleicht noch interessant. Herpa hat meistens eine sechsstellige Zahl auf der Box und die beginnt meistens mit 5. Das ist das Erkennungszeichen. Bei Phoenix zum Beispiel ist es eine fünfstellige Zahl, die entweder mit 0 anfängt oder mit 1. Ja, genau. Das ist ein bisschen der Code, den Phoenix zum Beispiel hat. JC Wings, das fängt mit JCW an für JC Wings und dann da komme ich beim anderen wieder einmal dazu. Aber Herb hat immer die fünfstellige Zahl und beim Snapfit, dort fängt es mit 6 an. Das ist eine sechsstellige Zahl, die mit 6 beginnt. Und anhand davon kann man relativ gut auseinanderhalten, was ist Herb und was ist eben ein anderer Hersteller. Das ist ein Erkennungszeichen, wenn man einmal nicht weiß, wer der Hersteller ist. Weil Herb produziert manchmal Modelle für andere Firmen, zum Beispiel Cathay Pacific, glaube ich. Behaftet mich nicht, aber ich meine, sie hätten für Cathay Pacific Modelle produziert. Da haben sie die Lizenz selbst nicht. Also sie haben es nie für die Öffentlichkeit gemacht, sondern nur für Cathay Pacific. Und dort auf der Box, glaube ich, steht die Nummer drauf, eine sechsstellige Zahl, die mit der 5 beginnt, aber steht nirgendwo Herpa drauf, sondern nur für Cathay Pacific. Ich denke, sie haben das Modell dann im Flugzeug selbst verkauft. Und ja, so kann man das eben erkennen. Ja, es ist ein Herpa-Modell oder eben sehr wahrscheinlich nicht. Das sind noch so Tricks, die sie haben. Genau. Ja, die Preise habe ich gesprochen, über die Modelle, über die Lizenzen. Ich glaube, somit habe ich fast alles abgedeckt. Es ist natürlich schwierig, jeden Punkt zu benennen, weil Herpa wirklich sehr, sehr groß ist. Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt abgedeckt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in den Kommentaren. Ich werde diese so gut ich kann beantworten. Wenn es ein bisschen dauert, bitte verzeiht mir. Ich habe sehr viel Arbeit auch sonst noch und ich mache das mehr oder weniger nebenher, diese Videos. Und auch das Bewirtschaften. Aber ich lese eure Kommentare alle und ich versuche sie auch zu beantworten. Also, dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen wunderschönen Samstag zu wünschen. Tragt Sorge zueinander und ich freue mich sehr auf das nächste Video mit euch. Tschüss zusammen.